neuen Video von mir. Und zwar hat es uns diesmal mit Junior an die Spree verschlagen. Nachdem ich jetzt zweimal erfolglos an den Tonkrumm geangelt habe, ohne jeglichen Fischkontakt, wollte ich jetzt mal wieder an die Spree fahren. Letztes Jahr waren wir einmal hier, da konnten wir ja zwei schöne Schuppis fangen. Mal schauen, ob uns das jetzt so das Wochenende wieder gelingt. Gefühle ein bisschen gemischt, weil ich habe letztes Jahr gehört, dass es angeblich abgelassen haben, weil da ist ein Wehr und da hat die Enso irgendwelche Reparaturarbeiten machen müssen, wo sie, wie gesagt, hier abgelassen haben und angeblich sollen alle Fische die Spree runter sein. Ja, mal schauen. Man muss ja nicht immer alles glauben, was man hört. Die erste Nacht haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht. Also wir haben gestern kurz vorm Dunkelwerden alles aufgebaut gehabt. Deswegen habe ich mich auch gestern dann immer vor die Kamera gehockt, sondern mache das jetzt. Wie gesagt, die Nacht war relativ schlaflos. Also es hat immer vor der Aktion einen Ruten gegeben. Zwei Döbel konnten wir rausholen. Ordentliche Größe schon. Zeigt ja zumindest schon mal, dass Fisch da ist. Jetzt müssen nur noch die Karpfen zeigen, dass sie hier geblieben sind oder dass es nicht stimmt, dass alle Fische weg sind. Ja, genau. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das Wochenende hier was rauskriegen. Ob was beißt, lassen wir uns selber überraschen. Ihr seht's, wenn ihr am Video dran bleibt. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Im Anschluss werde ich noch ein paar Aufnahmen vom letzten Ansitz von der Tongrube mit reinschneiden. Das hat sich jetzt für ein alleiniges Video nie wirklich gelohnt, weil dort das Wetter auch grauenvoll war und man eigentlich kaum zum Filmen gekommen ist. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut es euch einfach an. Also, wenn sich was tut, da melden wir uns.
Leute, ich bin gerade beim schönsten Hobby der Welt, das Angeln in der herrlichen Natur. Aber was mich schon wieder total zur Weißglut bringt, ich kann kotzen. Richtig abartige Idioten. Und das Schlimme ist, es sind auch noch Angler. Guckt euch mal diesen Scheiß an. Die bringen schon Mülltüten mit und die Wichser kriegen es nie gebacken, den Scheiß wieder mit ihren Auto zu nehmen und mit nach Hause zu nehmen. Könnte ich platzen bei solchen Idioten, dann müsste man den Schein alles wegnehmen. Die durften nie wieder eine Angel in die Hand nehmen, legal. Zum Kotzen. So, mal kurz zur Futtertaktik. Meine Boilies habe ich mit diesem Bellachan Liquid, mit dem Powder, ein bisschen aufgepimpt. Und die Bellachan Paste mache ich noch ein bisschen ums Knei und ums Blei und ums Vorfach. Hier seht ihr dann im Prinzip, das ist jetzt mit dem Liquid benetzt. Und mit der Paste ein bisschen. Ich habe jetzt nicht allzu viel gemacht. Weil wie gesagt, jetzt bei den Temperaturen werden sie noch nie fressen wie so ein paar Raupen. Das wird sich alles noch ein bisschen dezenter halten. So, und jetzt wird euch Junior mal zeigen, wie wir so ein bisschen unser Futter anmischen. Das ist im Prinzip ein Mix aus Tigerlupinen, Hanf, Mais, großer Anteil an Seidenraupen, Mehlwürmern, Schrimps, also hauptsächlich so Insekten, was ich mir da immer zusammen mixe. Und kannst du noch ein bisschen reinmachen. Gut, reicht so. Ich muss das jetzt einmal mitbekommen. Los, kriegst du ihn auf? Nee. Aber nur so, warte mal, macht der Papa. Schön Bälle formen, probieren wir. Dann machen wir noch ein bisschen Wasser rein.
Der will nicht, wa? Ja, der will auch nicht. Hat bestimmt Angst. Ja, jetzt. Guck, sowas machen die.